Sie geben den Takt vor und sie sind laut. Doch sie sollen leise sein, keinen Ton von sich geben, denn Auftritte sind verboten. Und das seit März. Und niemand weiß, wie lange noch. Das reißt einem erstmal den Boden unter den Füßen weg, ne? Und das ist das Lebenskonstrukt, was man sich aufgebaut hat, so erstmal, es kommt einer und schmeißt es komplett über den Haufen und man wird absolut einfach mal ins kalte, offene Meer geschmissen und muss sich neu zurechtfinden, sozusagen, komplett neu. Und klar hat man Existenzangst. Markus Zell in der Szene bestens vernetzt und bekannt und seine Frau Anne. Beide verdienen ihr Geld mit Auftritten. Sie haben 3 Kinder, abgesehen von 500 Euro Soforthilfe, aber bisher keinerlei Unterstützung. Bundeshilfen gibt es nur für Betriebskosten. Doch wovon soll die Familie leben? Folge? Schlaflose Nächte. Die Verantwortung, die ich habe als Familienvater und als im Moment gerade Alleinversorger, ist eigentlich nicht, die kann ich nicht tragen, aber ich muss es ja tun. Ich trage die und versuche aus allem Möglichen irgendwie Geld zu machen. Etwas Geld kommt durch Online-Arbeit zusammen, aber mehr finanzielle Unterstützung wäre ihnen wichtig. Mehr noch, endlich wieder öffentlich auftreten zu dürfen. Das wünscht man sich auch bei privaten Musikschulen, wie der Rock- und Popschule in Kiel. Im Dezember hat sie noch den Kulturpreis der Deutschen Rock- und Pop-Stiftung bekommen. Zurzeit spielt der Chef allein. Seine Räume stehen leer seit März, kosten aber Miete, Strom und Wasser. Über 250 Schüler musizieren hier, 13 freischaffende Lehrer unterrichten, verdienen aber zurzeit keinen Cent. Der Schulleiter hat einen Antrag auf Wiedereröffnung bei der Bildungsministerin gestellt und endlich auch Erfolg gehabt. Wir erfüllen alle Sicherheitsvorschriften. Wir haben 5 Unterrichtsräume und es ist nur eine Lehrkraft und ein Schüler und eine Schülerin im Raum. Und insofern können wir unterrichten und wir richten uns natürlich auch nach den Hygienebestimmungen. Das Land hat 2 Millionen Euro Soforthilfe für selbstständige Künstler bereitgestellt, verteilt durch den Landeskulturverband, heißt 500 Euro maximal für jeden Antragsteller. Das ist wenig. Doch es gibt Hoffnung, dass auch ausgefallene Konzerte teilweise bezahlt werden könnten. Vom Bund kam jetzt der Impuls, Ausfallhonorare zu zahlen für ausgefallene Veranstaltungen, das den Institutionen zu ermöglichen, den Künstlerinnen und Künstlern 60% dieser Gagen zu bezahlen. Das ist eine interessante Idee. Der Bund fordert die Länder dazu auf, darüber nachzudenken, das jetzt genauso umzusetzen. Das Prinzip Hoffnung lebt also wieder, denn sonst würden viele freischaffende Künstler wohl nicht mehr durchhalten.